So, herzlich willkommen zurück. Wir versuchen in der Folge mal das zweite Ende zu durchleuchten. Eigentlich versuche ich mal was anderes noch. Was passiert, wenn ich das mache? Nichts. Da kann ich auch laden. Okay, schnell laden. Ich hoffe, das ist derselbe Stand. Wir müssen jetzt einfach nur. In der letzten Folge war es ja, dass es, wie General gesagt hat, wir haben die Talos 1 nicht zerstört. Wir sind jetzt auch nur in Alex' Erinnerung. Wir haben die Talos 1 nicht zerstört und die ganze Welt sah ziemlich scheiße aus. Deswegen versuche ich jetzt nochmal alles hochzujagen. Was soll da schon schief gehen? Mikrogravitation entdeckt. Was habe ich denn eigentlich noch alles? Ich kann jetzt. Man könnte jetzt versuchen, wirklich noch mal hier. Vielleicht geht das jetzt auch ein bisschen anders. Hallo. Ich werde noch mal speichern. Was? Och Mann, oh. Ich bin nur ein schwaches Abbild von Ihnen und weiß, dass wir die Talos 1 nicht verlassen sollten. Wenn Sie jetzt gehen, zögern Sie das Unvermeidliche nur hinaus. Was wird wohl das nächste Ziel der Typhon? Scheint im Endeffekt dasselbe. Warum wird mir das immer angezeigt? Also wenn es dasselbe Scheiß wie das letzte Mal war, werde ich es einfach rausschneiden, wenn ne. Ist sicherlich dasselbe nochmal. Wir haben versagt. Vielleicht doch. Es ist ein Misserfolg. Nochmal. Ah. Jetzt habe ich aber. Ach gut. Ich werde das jetzt mal rausschreiben aus Freunden. Ja, ja. Ich bin nur ein schwaches Abbild von Ihnen und weiß, dass wir die Talos 1 nicht verlassen sollten. Wenn Sie jetzt gehen, zögern Sie das Unvermeidliche nur hinaus. Was wird wohl das nächste Ziel der Typhon? Ich komme. Ich glaube, das ist nicht möglich, weil wir ja. Im ersten Ende herausgefunden haben, dass wir ja nur eine Erinnerung von Morgan spielen. Die hätte das einfach nicht gemacht, wahrscheinlich. Oh, ah, toll. Bin falsch geflogen. Die hätte das einfach nicht gemacht, deswegen kommt das auch. Wir haben einen Fehler gemacht, ist misslungen. I don't like it. Wieso eigentlich mehrere Ziele? Das. Hallo. Oh. Und runter. Bin ich jetzt schon wieder hier?
Alter, ich fliege hier immer zur selben Scheiße. Ich muss mir das nochmal auf der Dings angucken. Map. Wir kommen zum Kraftwerk über die Lobby, ne? Lebenserhaltung. Ich bin nur ein schwaches Abbild von Ihnen und weiß, dass wir die Talos 1 nicht verlassen sollten. Wenn Sie jetzt gehen, zögern Sie das Unvermeidliche nur hinaus. Was wird wohl das nächste Ziel der Typhon? Ah. Wir müssen quasi gar nicht so weit weg. Ich hätte das schon lange mal reparieren müssen. So, jetzt aber. Muss ich nur noch wissen, wo die Lebenserhaltung war. Also wie man hier durchkam zur Lebenserhaltung. Ich glaube, ich weiß. Ja, ich bin mir ziemlich sicher. Na los jetzt. Ach so. War gar nicht so schwer. War doch so, ne? Von der Lebenserhaltung kamen wir ins Kraftwerk. So, da sind wir auch schon. Wie lange das dauert, bis man mal gehen kann? Es dauert wirklich ein paar Sekunden, bis man dann wirklich auch gehen kann. Bisschen unpraktisch, wenn man in der Lobby von irgendwelchen Viechern angegriffen wird. Großer Mimik, also... Und vielleicht eine Wumme. Ich mache immer wieder falsch. Nee. Ja, Psychoschock ist doch richtig. Na du Bitch. Diagnostiziere blaue Flecken, Abschürfungen, Erschöpfung. Lebensbedrohliches, das dauert nicht lang. So, alles wieder gut. Vergessen Sie die Patientenfrage. Ich werde jetzt mal ein bisschen rennen. Ach, genau deswegen. Hallo. Meint ihr schon ein bisschen froh, wenn das Ding irgendwann mal kaputt ist? Weil dass wir die Talos 1 gelassen haben, ist ja auch die dümmste Entscheidung gewesen, die es überhaupt gab. Deswegen kann ich gut mit der Entscheidung leben, dass wir Alex und die ganzen Operator umgebracht haben. Hier drinnen waren wir noch nie. Hier kommen bestimmt ein Typhon. Gefährliche Gaswerte entdeckt. Bitte evakuieren sowie offene Feuer oder Funken vermeiden, bis Reparaturen abgeschlossen sind. Warnung. Gefährliche Gaswerte entdeckt. Ja, ja. Bitte evakuieren sowie offene Feuer oder Funken vermeiden, bis Reparaturen abgeschlossen sind.
Aber es führt mich endlich mal, so wie sich das gehört, damit ich das auch kapiere. Na, Ratten, sagt du. Wohin müssen wir jetzt? Ach, dahin müssen wir jetzt. Das müssen wir bestimmt ganz schnell woanders hin. Wohin muss ich jetzt? Ah, wir müssen zur Raumstation zurück. Also wieder zurückrennen. Gott, ich habe das letzte Mal bislang gebraucht, um hier wieder rauszukommen. Spinner, so ein kleiner Honk. Habe ich irgendwas vergessen? Brauche ich ja jetzt auch nicht mehr anfangen. Warnung. Gefährliche Gaswerte entdeckt. Bitte evakuieren. Warnung. Gefährliche Gaswerte entdeckt. Bitte evakuieren sowie offene Feuer oder Funken vermeiden, bis Reparaturen abgeschlossen sind. Cool. Warnung. Gefährliche Gaswerte entdeckt. Bitte evakuieren sowie offene Feuer oder Funken vermeiden, bis Reparaturen abgeschlossen sind. Das habe ich schon mal schlechter hingekriegt. Und dann geht's hoch, das Ding. So, jetzt müssen wir wieder in das Ding und dann. Ah, ist nicht mehr so weit. Und dann zur Brücke, wo wir andauernd hin sind, obwohl wir es gar nicht wollten. Von daher. Typhon-Köln habe ich irgendwie nie benutzt, oder? Doppelgänger. Ihr könnt mich alle mal gern haben. Natürlich eine schön schnelle Fortbewegung. Gefällt mir. Na los. Gott, 500 Meter, das müssen wir sich mal vorstellen, wie groß das Ding ist. Los, da sagst du was. Jetzt kann ich laufen. Das gefällt mir, das hätte ich für eher machen sollen. Weil es nimmt nur CMSI oder PSI ab. Und man ist eigentlich ziemlich schnell unterwegs, muss ich sagen.
Oh, meine Stimme wird schon wieder weniger. Geil. Klick, 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 klick. Mikrogravitation entdeckt. Ach, das war ja mal richtig gut. Zum Ende habe ich das Spiel langsam begriffen. Langsam. Ich weiß, dass Sie die Zündschlüssel für die Zerstörung der Talos 1 vorbereitet haben. Daher finde ich die Aktivierung der Nullwellensendestation recht. Oh nö. Das wollte ich nicht. Da auf den Schluck. Und nochmal. Ich weiß, dass Sie die Zündschlüssel für die Zerstörung der Talos 1 vorbereitet haben. Daher finde ich die Aktivierung der Nullwellensendestation rätselhaft. Laut Ihren Anweisungen muss ich alles in meiner Macht Stehende tun, um dafür zu sorgen, dass Sie die Talos 1 und alle Typhon vernichten. Die Sprengung der Station schützt die Erde und bietet vielleicht eine geringe Wiedergutmachung. Ich gebe die Kontrolle über das Terminal nicht auf. Um die Nullwelle zu aktivieren, müssen Sie mich töten. Wie kann ich jetzt... Kammerausfall. Ach, schön. Ich habe ja gespeichert. Guten Abend, Talos. Abendessen wird von 18 bis 20 Uhr in der Kantine serviert. Hä, wie kann ich das jetzt? Geht das jetzt doch nicht mehr? Und wo kann ich das jetzt aktivieren? E-Mail? Ich komme. Kann ich das jetzt gar nicht mehr? Geht's eigentlich hier hin? Ah. Wenn sich jemand durchlesen will, pausieren. Habe ich hier noch irgendwas? Hier spricht Captain Jada Marks. Für die Nachwelt halte ich meine Überlegungen zum Schicksal des Shuttles Advent fest. Ich kann nicht mit Sicherheit sagen, ob die Advent starten konnte, bevor sie von den Lebensformen kontaminiert wurde, die die Talos 1 zurzeit stürmen. Basierend auf den Telemetriedaten würde ich sagen, dass die Advent ungefähr 30 Minuten vor dem ersten gemeldeten Vorfall gestartet ist. 30 Minuten. In diesem kurzen Zeitfenster muss ich entscheiden, ob ich das Shuttle und die 5 Insassen aus der Ferne sprenge. Vielleicht transportieren sie eine Ladung voller Mimics zur Erde. Vielleicht auch nicht. Captain! Diese tolle Waffe könnten wir jetzt ziemlich gut gebrauchen! Ich... Ja, die waren tot. Eigentlich hatten wir schon. Ich warte mal speichern. Wir waren ja draußen, es ist ja glaube ich das Shuttle, was da draußen rumfliegt, oder? So, seid ihr bereit, Leute? Warnung, drohende Reaktordetonation. Talos 1, bitte evakuieren. Ich gucke jetzt mal schnell.
Jetzt kann ich bestimmt zur Fluchtkapsel, ohne dass ich hier rumgeheult wird. Wäre an sich nur logisch. Hier weiß ich auch, wie wir hinkommen. Einfach nur hoch. Wo ist das spannend? Mehr oder weniger. Mikrogravitation entdeckt. Warnung, drohende Reaktordetonation. Talos 1, bitte evakuieren. Der Shuttle ist bereit zum Abflug morgen. Ich werde bis wenige Minuten vor der Detonation warten. Aber dann bin ich weg. Danach sind sie auf sich gestellt. Ich dachte, oh. Ihre Schicht beginnt erst in 2 Stunden, aber Sie müssen sofort kommen. Ist alles in Ordnung? Nein, ist es nicht. Gehen Sie zuerst in mein Quartier, holen Sie die Waffe aus dem Tresor. Ich übermittle den Code. Sofort, Captain. Los 1, bitte evakuieren. Was? Goldene Waffe. Gott. Ich werde mal ganz professionell speichern. Wahrscheinlich nicht so smart. Alter, ich... What? Warnung. Anzug wurde beschädigt. 1, bitte evakuieren. Da muss ich sagen... Scheiß auf die Waffe, oder? Nicht. Ich habe so viele Nebenmissionen verkackt. Also wenn man auch gar nicht richtig in die Besatzungsquartiere kommt, dann lasse ich's. Ich werde es mir vielleicht dann irgendwann angucken. Ich weiß nicht, ob das jetzt einen großen Unterschied macht. Wahrscheinlich schon. Aber nein. Wenn man da ordentlich runterlaufen könnte, was man ja nicht kann. Drohende Reaktordetonation. Talos 1, bitte evakuieren. Man hätte wahrscheinlich auch mit der gleichen Fluchtkapsel abhauen können, oder? Aber ich will den Shuttle zum Dahl. Warnung. Drohende Reaktordetonation. Talos 1, bitte evakuieren. Mal sehen, ob das denn jetzt besser ist. Ich habe auch gar nicht mehr so viel Zeit für die Aufnahme, deswegen muss ich mich ein bisschen beeilen jetzt. Ach nee, ich bin dumm. Ich werde mal laden. Ich glaube, ich muss da oben hin. Deswegen Zwischenfog und...
Warnung, drohende Reaktordetonation. Talos 1, bitte evakuieren. Oh. Sie haben es geschafft. Ich weiß, was passiert ist. Es war nicht nur Ihre Schuld. Sie haben mir und meinen Leuten geholfen. Ich erzähle auf der Erde, was Sie für uns im Frachtraum getan haben. Könnte ich die noch retten, oder was? Los geht's. Bereit oder nicht, das Ablegemanöver beginnt. Auf die Überprüfungen vor dem Flug scheiße ich. Man sieht ja eh nichts. Packen Sie sich fest. Das wird ein rauer Flug. Ja, ohne Sicht. Diesen Traum. So, hätten wir das zweite Ende. Ich habe keine Ahnung, ob es vielleicht sogar noch mehr gibt. Ich bedanke mich mal wieder bei Bethesda und bei Arkane Studios für das geile Spiel. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Es ist vollbracht. Wie ist es gelaufen? Aktivierung der Spiegelneuronen ist vielversprechend. Empathiequotient ist außergewöhnlich hoch. Es denkt wahrscheinlich, es träumt, dass alles egal war. Sie gehen davon aus, dass es wie wir denkt. Sein Leben hängt davon ab. Unseres auch. Es läuft alles auf seine Entscheidungen hinaus. Es hat mich aus dem Frachtcontainer gerettet. Andernfalls wäre ich erstickt. Später hat es die Leitner-Konnektome besorgt. Sie hatten keinen praktischen Nutzen, waren für mich aber sehr bedeutsam. Es hat mehrere Typhon-basierte Neuromods installiert. Das könnte eine instinktive Rückkehr zu seiner Art bedeuten. Oder einen Versuch, beides zu vereinen. Am überraschendsten war es, dass es Dahl verschont hat. Vielleicht geschah das aus rein egoistischen Gründen. Ermöglichte aber prinzipiell auch anderen, von der Talos 1 zu entkommen. Michaela? Ich bin gestorben. Vielleicht hätte es meinen Tod verhindern können. Ich weiß es nicht. Dann war da dieser Mann in der Psychotronik, Ingram. Für ihn ist es nicht gut ausgegangen, aber... Würden Sie es leben lassen? Ja. Sarah, Sie sind die Nächste. Die Situation im Frachtraum war schlimm. Keiner von uns hätte ohne seine Hilfe überlebt. Und es hat auch viele Typhon auf der Station vernichtet. Das muss ein gutes Zeichen sein. Daniel, was meinen Sie? Es hat mich nie gesehen und es ist Volontär 37 nie begegnet. Schwer zu sagen, was es getan hätte. Es hätte vielen von den Typhon-kontrollierten Menschen schaden können. Scheinbar hat es alles getan, um das zu vermeiden. Ich glaube, es wäre das Risiko wert. Schließlich wollte es die Talos 1 zerstören. Warum? Um die Erde zu schützen? Wir können nicht genau sagen, was seine Motive waren. Aber wir müssen eine Entscheidung treffen. Du kannst uns hören, oder? Hier. Ich möchte dir etwas zeigen. Mal sehen, ob das genauso scheiße ist noch. Was du erlebt hast, war eine Nachbildung, basierend auf Morgans Erinnerungen. Das ist die heutige Welt.
Jahrelang haben wir versucht, deine Fähigkeiten in uns zu integrieren. Andersrum haben wir es nie versucht. Bis jetzt. Du bist die Brücke zwischen unseren Spezies. Ich muss wissen, ob du uns sehen kannst. Also wirklich sehen. Falls ja, nimm meine Hand. Das letzte Mal haben wir getötet. Wir lassen es krachen. Wie in alten Zeiten.